Hallo Tischtennishelden, heute geht's weiter mit der zweiten Spielanalyse. Ja, kurz vorweg, bevor es losgeht, ich habe ja im ersten Video in den Kommentaren gesehen, dass es zu viele Pausen waren. Deswegen werde ich jetzt mal in dieser Spielanalyse mal so machen, dass ich das Video komplett durchlaufen lasse und mir dann vielleicht am Ende jedes Satzes nochmal ein, zwei Szenen in Slow Motion anschaue mit euch gemeinsam und dann aber nicht diesen Fluss unterbreche, um einfach mal zu schauen, ob euch das besser gefällt. So, los geht's. Ja, mein zweites Spiel an diesem Abend ist immer noch der erste Spieltag nach ein Jahr Pause. Ich habe ein Doppel schon gegen ihn gespielt und weiß um seine Stärke in der Vorhand. Da hat er einen unheimlichen Schwing, also unheimlichen Zug auch aus dem Handgelenk. Das wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Allgemein wollte ich ja erstmal ihn kennenlernen, weil ich glaube, ich habe noch nie gegen ihn gespielt. Und wir schauen, ist wieder ein Blitzstart. Erstmal eher überhasteter Punkt und dann noch ein Fehlaufschlag, wieder überhaupt nicht drin im Satz. So, jetzt hat der Gegner Aufschlag. Ja, auch hier viel zu lasch angegangen, diese Rückhand. Da muss Beschleunigung hinter, denn er hat da viel Schnitt reingegeben in den Aufschlag. Okay, hier seht ihr schon diesen Vorhandschwinger. Also allgemein wieder am Anfang kurz legen, damit wir das Offensivspiel des Gegners erstmal unterbinden. Aufschläge, Spinniger Topspin. Ja, okay. Da habe ich zumindest Ruhe bewahrt und habe ihn dann in die Rückhand gelockt, weil er ist auf jeden Fall ein vorhandorientierter Spieler. Das heißt, Rückhand hat er nicht so viel Topspin gespielt. Ihr seht, auf so einen langen Aufschlag schupft er auch mal ganz gerne oder ja, drückt den Ball oder ömmelt ihn so rüber, ohne jetzt wirklich Topspin zu spielen. Aber die Vorhand ist auf jeden Fall seine Stärke. Da seht ihr ganz gut, wenn ich den Vorhandball in die Rückhand abblocke, kommt eigentlich kein zweiter offensiver Ball. Spinninger Topspin und klatscht rüber. 5-3 für den Gegner. Also ich bin noch gar nicht im Satz, das merkt man hier ganz klar. Aber ist auch nicht schlimm. Wir sind ja am Anfang des ersten Satzes. Da muss es noch nicht klappen. Das ist immer noch, ich sage mal, Kennenlernphase bei so einem Spiel. Und von daher ist das gar kein Grund, in Panik zu verfallen. Ihr seht, zwei schnelle Punkte gemacht, auch mit Aufschlägen. Wieder der überrissene Angabe diesmal. Ja, mehr Spannung. Schön. Ja, jetzt konnte man mal Dynamik auch bei mir einigermaßen sehen. Gute Spannung im Handgelenk und Unterarm, da war richtig Beschleunigung dahinter. Kurzer Aufschlag. Ja. Also ihr seht, mit der Rückhand macht er wenig direkte Punkte. Auch wenn er es offensiv probiert, macht er dadurch häufiger Fehler als in der Vorhand. Was mir gut gefällt, ich habe jetzt glaube ich schon drei direkte Aufschlagpunkte gemacht. Ja. War ein Versuch wert, auch hier wieder absolut in Ordnung abhaken. Hilft bei ihm nicht, dieser Aufschlag, aber muss man im ersten Satz austesten. Kurz abgelegt. Oh, wei, 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 wei. Das wäre mal wieder eine Szene für für die Slow Motion nach diesem Satz. Wenn man sich da die Beinstellung anguckt, ganz katastrophal. Kurzer Aufschlag. Ja. Also wenn man ihn in der Rückhand anspielt, kommt wenig Offensivkraft von ihm und Offensivdrang. Das ist schon mal gut, weil dadurch hat man immer eine Möglichkeit, einen Gegner auch mal lang anzuspielen, ohne dass man direkt einen langen oder harten Topspin erwarten kann. Wieder Aufschlagpunkt. Langer Rückhand, Aufschlag in die Rückhand. Ja. Okay. Ja, Fazit vom ersten Satz. Also jetzt auch nochmal in der Nachbetrachtung muss man ganz klar sagen, das ist jetzt kein Spiel, wo es wilde Tops in Rallyes geht oder so. Es geht mehr darum, ein Konzept zu haben, das Ganze durchzuziehen und den Gegner nicht stark zu machen, den man selber ja nur halbgar spielt. Das ist also ganz, ganz wichtig bei mir, dass ich den Gegner nicht aufbaue, indem ich dann eben ja nur 80% gebe, sondern halt da auch 100%. Und deswegen habe ich euch diese Szene hier rausgesucht, Schlüsselszene für mich, die mir im Kopf auch hängen geblieben ist, war beim Punkt zum 3-0 viel zu lasch herangegangen. Keine Körperhaltung, keine Beschleunigung und das sind einfache Fehler. Und sowas baut den Gegner auf.
Gleich geht's in Satz Nummer 2. Schaut das Video an. Morgen geht's online. Macht's gut, euer Nick. Ciao, ciao.